Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das Fight Night Event ist im vollen Gange, seit einigen Stunden aktiv. 16 GB war es für die PlayStation groß. Es gibt zwei extrem wichtige Änderungen an dem Patch Notes, die den einen freuen werden und den anderen natürlich mega auf den Sack gehen werden. An den Zonen wird noch ein bisschen was gebastelt. Und ich werde euch vom Event, wer die Zeit nicht hatte, bis jetzt sich die Event-Skins reinzuziehen. Die meisten sind allesamt mega edel. Gerade die goldenen Waffenskins sind sehr, sehr schick. Vorher aber noch mal ein fettes Danke an alle bis dato Nicht-Abonnenten, die meinem Shoutout vom heute Morgen erschienenen ersten Video von mir über die Release-Zeit vom Event, dass das heute um 19 Uhr startete. Dort habe ich alle Nutzer ohne Abo aufgerufen, 43% an der Zahl in den letzten Tagen, die regelmäßig einschalten, aber noch nicht abonniert haben. Nach 10 Stunden sind über 150 neue Abonnenten zusammengekommen. Das ist eine Zahl, mit der ich so absolut nicht gerechnet hätte. Also wer sich jetzt als Nicht-Abonnent angesprochen fühlt, ich würde mich sehr drüber freuen. Getreu nach dem Motto, Support ist kein Mord. Jetzt geht es aber mit den Patch Notes los. Ich verlinke euch natürlich noch die Patch Notes. Ich habe vor ein paar Tagen schon ein Video rausgehauen. Das Video geht 11 Minuten samt Trailer. Dort sage ich euch alle Patch Notes bis auf die Details, die sich jetzt ändern. Und das sind folgende. Der Core-Stick-Buff findet nicht statt. Es sollte eigentlich so sein, dass seine Core-Stick-Falle, seine Gasfalle, 5 Sekunden früher bereit sein soll. Das wurde jetzt gestrichen. Warum? Weshalb? Ich habe keine wirkliche Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kritik, bevor die das rausgehauen haben, dass die Kritik sehr groß geworden ist und das völlig zu Recht, wie ich finde. Also ich bin froh, dass der Buff nicht kommt. Horizon wird stattdessen aber genervt. Der Nerf war so oder so in Planung, sollte eigentlich in Season 8 kommen. Der kommt jetzt schon und es ist tatsächlich die taktische Fähigkeit. Sie wird aber Gott sei Dank nicht so genervt, wie ich es bei Pathfinder ursprünglich die Vermutung hatte. Sie wird von 16 auf 21 Sekunden Cooldown-Zeit angehoben. Das ist völlig okay, völlig vertretbar und das kann ich als mitunter Horizon Main auch absolut nachvollziehen. Jetzt gibt es noch Änderungen an der 5. und an der 6. Zone, auch sehr interessant. Die 5. Zone wird jetzt 25% größer sein und die 6. letzte Zone wird sich relativ langsam schließen und es streckt sich auf 100 Sekunden. So, jetzt springen wir aber noch ganz schnell in die Skins. Oben links müssen wir drauf gehen, um die gesamten Event-Skins zu sehen. Feuerfrei. Die seltenen gehe ich nur grob durch und die goldenen zeige ich in voller Pracht. Pathfinder, Rampart. Dann haben wir einen 301-Skin, wobei der, muss ich sagen, eigentlich relativ geil aussehen. Den kann man sich auch mal doch ein bisschen genauer ansehen. Dann haben wir einen Hemlock-Skin, einen Spitfire-Skin, eine Longbow, eine Pose. Und diese Pose von Revenant ist der absolute Hammer. Ich würde sagen, von allen Posen, die ich bis jetzt in Apex Legends betrachtet habe, mein absoluter All-Time-Favorite. Den finde ich so edel, weil ich auch ein absoluter Spider-Man-Freak bin. Hier haben wir einen Skydive für Bloodhound. Und wenn er nicht schon ein Erbstück hätte, hätte man tatsächlich denken können, der bekommt vielleicht zwei Macheten als Erbstück. Sieht zumindest optisch so aus. Auch der Krypto-Skydive sieht sehr, sehr genial aus. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist. Vielleicht so eine Art Energieball, den er da Volley nimmt und gegen die Kamera ballert. Zwei Waffencharms. Einmal eine Lifeline-Drohne in vergoldet und einen Totenkopf. Sieht sehr geil aus. Und natürlich die legendären Legenden-Skins. Einmal Loba. Ultra, ultra nice. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier scheiden sich für mich die Geister. Natürlich hat er was, aber ohne Scheiß. Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Sieht ein bisschen aus wie in den 70er, 80er Jahren für einen Eurovision Song Contest. So ABBA-Style oder Kiss. Die sind doch, glaube ich, früher auch mit solchen komischen Klamotten rumgesprungen. Ja, er hat was, aber irgendwie ist der mega strange. Bangalore Skin gefällt mir auch ganz gut. Nur die Frisur macht das Ganze irgendwie total kaputt, finde ich. Und hier kommt einer meiner Favorites in den letzten
ich sage mal, in den letzten 6 bis 9 Monaten an Skins, die wir so um die Ohren geballert bekommen haben, ist das, glaube ich, einer der geilsten Skins, die wir seit langem mal wieder bekommen. Der Bloodhound-Skin ist der Wahnsinn. Gerne auch in den Kommentaren, was ihr von dem gesamten Spaß haltet, euren Favorite-Skin aus dem Event und so weiter und so fort. Auch dieser Revenant-Skin ist sehr geil. Und nebenbei nochmal Real Talk. Ich habe mir schon mal ein paar Runden auf Twitch von anderen Streamern reingezogen und es gibt einige, die Probleme gehabt haben, während der Runden ins Spiel zu kommen. Serverprobleme. Moment, ich hätte jetzt, glaube ich, fast den Lifeline-Skin vergessen. Der flasht mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Und es gibt viele Runden, die sind relativ schnell vorbei, weil alle wieder an dem Town-Takeover-Spot landen, an dem Boxring. Und dort verreckst du so schnell, dass teilweise nach ein paar Minuten nur noch 3 Squads tatsächlich übrig sind. Das ist ultra faszinierend. Diesen Watson-Skin sieht relativ normal aus, hat aber irgendwas, wie ich finde. Dann haben wir noch ein paar Waffenskins. Den G7-Skin, den finde ich mega, mega geil. Aber ohne Scheiß, hier würde ich mir, weil das kann auch täuschen in dem Licht, ich würde mir eine Funktion wünschen, wo man eventuell im Trainingsgelände, bevor man sich den Skin überhaupt kauft und sagt, pass auf, ich will den erstmal in Live sehen, lohnt es sich, diesen Skin zu kaufen oder sieht er vielleicht in-game total kacke aus? Ich finde den nicht schlecht, aber ich finde, es wäre cool, wenn man die sich vorher mal an der Legende selber angucken könnte. Auch den Havoc-Skin finde ich sehr, sehr schön, das Gold mit diesem Metallic-Grün. Absolut geile Farbkombi. So, Devotion. Ich denke, den werden viele nicht so geil finden. Ich wiederum finde den ultra, ultra geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist Geschmackssache. Gott sei Dank. Alternator Skin, auf den freue ich mich mega. Der gefällt mir auch ultra. Finde ich schon immer so COD-Zeiten, wenn du so die Waffen auf Gold gelevelt hast oder Dark Matter und hast du nicht gesehen. Und auch der Triple Take Skin ist nicht schlecht. Aber ich muss sagen, von der Front, zieht euch das mal rein. Das sieht aus wie so eine traurige Katze. Mega, mega witzig. So, bevor ich es vergesse, ich hatte es nämlich schon einmal im Kasten. Hatte ich das Erbstück vergessen, natürlich noch zu zeigen. Solltet ihr aber alle wissen, dass der am Start ist, beziehungsweise das Erbstück für Gibraltar. Mittlerweile finde ich das Erbstück gar nicht so schlecht. Und es gibt noch ein paar Sonderangebote. Und zwar diese Packs, dieser Skin, den fahren, glaube ich, extrem viele Pathfinder-Spieler. Kostet satte 2500 Coins. Dieser legendäre Pathfinder-Skin. Dann gibt es obendrauf noch so einen Waffencharm, den ich ultra cool finde mit diesem Hut. Und es gibt noch eine Voiceline. Dann haben wir noch ein Bloodhound-Bündel. Für 5000 Coins bekommen wir diesen Skin plus 7 epische Event-Packs. Wir können quasi, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, natürlich 12, ich trottel. Wir haben nämlich hier auch noch ein Bündel, das Lifeline-Paket mit diesem Skin und 3 epischen Packs plus die 7 epischen Packs, da sind wir schon bei 10. Und dann gibt es noch das Loba-Pack für 1800 inklusive diesem 301-Skin. Hier drüben noch den Caustic-Skin. Keine Ahnung, wenn jemand unbedingt Bock auf diesen Skin hat, 3 Tage und ein paar Minütchen haben wir hier noch Zeit. Moment, ich muss noch mal ganz kurz meine Kamera wegmachen, denn hier gibt es noch einen Havoc-Skin. Ich weiß nicht, was hier für Skins noch kommen, wenn die 3 Tage und 20 Stunden um sind. Was ist denn das hier? Ein Mastiff-Skin, okay, in selten. Und noch ein Waffencharm, ein Mini-Marvin. Absolut edle Geschichte. Ladies and Gentlemen, das war mein kurzes News-Update für den 5. fürs Fight Night Event. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von all dem haltet. Wie immer einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Wie gesagt, gerne den Shoutout an die 63% wäre ganz schön viel, an die 43%. Und danke nochmals an alle, die dem schon gefolgt sind. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Event. Haut da rein. Ciao.